So, wir sind jetzt in der 6,5-Tonnen-Klasse. Ich hatte eben gehört, 23 Starter. Ich werde jetzt den ersten Trecker filmen und dann werde ich nochmal durchs Fahrerlager gehen. Das ist jetzt auch der Sieger des Tages in der 6,5-Tonnen-Klasse. Und die anderen 22 brauche ich mir nicht angucken. 76,75 Meter. Okay, das ist zu schlagen. So, nun Dominik. Ja. 63,81. Okay, das wird knapp. Das ist das billige Hartmann. Ja, jetzt liegen wir an die 60 Meter gekommen. Ultramar-Klasse, Linksheiler-Legende. Und nun führt Lennart Brügger aus Neuburg mit 10,56. Und aus. Keine 55 Meter. So, eine 6,5-Tonnen-Klasse, Benjamin Hubert aus Wellen steht in 14. Meter. 66,11 Meter. So, ich habe mich jetzt bei 70 Metern gestellt. Was war das denn? Da fehlt ja wohl ein bisschen Drehzahl. Die Nachfolge sind mir so wichtig. Hauptsache, es kommt einer. 69,66 Meter. Na, erster oder zweiter? Ich
Schnaas und auf der anderen Seite ist Jonathan Kummer aus Innersdorf auf dem 5-12er. Torsten Berg, 60 Meter an der Ball. Und dann war's. 64,5. 64,5. Thank you.
dann sind die alle 67,46 Meter für Lenburger. Wollen wir nochmal. So, erster Start an Becken auf der 3,5 Tonnen. Fahrmachtklasse, Steffen Pöbelin. Der zweite Platz ist in Böse Maschine. Die letzte Möglichkeit ist in der Stimme. Ein bisschen mehr, du wärst Erster gewesen. Ganz schön dicht beisammen alle.
Ja, jetzt haben wir eine der stärksten Traktoren. Und der sollte über 70 Meter schaffen. Hält aber gut fest. So, endlich Siegerehrung. Ja, so wie sich das gehört, nach den Klassen die Siegerehrung. Es ist die Sahnische des Dr. Bulli Schwarz. Es ist Frank Bartholomä. Finale im Hetzelkessel von Grillen. Frank Bartholomä ist noch einmal am Start. Begleitet von den heutigen Tage. Der World Choice Griffelmotor ist noch schrumpf. Sieh mal, das ist super geil.